Der Christian will nichts sagen. Ehrlich gesagt will ich auch nichts sagen. Ich mache jetzt Wir einfach sind weiter. gerade geknickt. Ich sag jetzt nichts mehr, ne? Ja, das ist jetzt eine Folge Let's Play ohne Stimme. Okay. Wir brauchen irgendwie Kohle, also machen wir ein bisschen mehr Industrie rein. Verschmutzung gegen Geld. Was tut Aber da man nicht kommen doch jetzt alles? wieder keine Arbeiter, oder? Ja, obwohl Obwohl, müssten ne, wir ja eigentlich, momentan da sonst wäre ja arbeiten die jetzt ja. Nachfrage ja nicht Da so fragt hoch. zurzeit keiner. Ach, nicht genug Arbeit. Ja, sie wollen irgendwie, dass wir die ein bisschen weiter erweitern. Also das heißt, die brauchen eigentlich nicht mehr Platz, sondern weiter Ausbau. Darum kümmere ich mich aber gleich. Ich will erstmal die Klinik erweitern, weil da sind ziemlich viele wartende Patienten. Und mitten im Aufnahmeort, also im Warteort, einen Verreckenden zu haben, ist nicht so geil. Nein, das wirft kein so gutes Lie Bild auf die Klinik. So, jetzt haben wir auch Geld. Zack. Los, mach heil. Was ist das denn schon wieder? Wieder so ein böser Typ. Ja, super, der knallt da sogar noch Leute ab. Dann such dir eine richtige Arbeit. Jetzt kommen gleich die Bullen. Aber die Zufriedenheit ist ja eigentlich. Ja, Industriegebiet ist ein bisschen, aber. Weil es einfach zu low-tech ist. Über alles in alles über 70%, 70%, das ist gut. Was will er denn? Wir haben keine Aufträge. Wir müssen zumachen. Das ist ja nicht mein Problem. Ich bin noch wütend, weil wir keine Arbeit haben. Da, jetzt kriegen die wieder. Da, der kriegt gerade Arbeiter. Schauen wir doch mal. Wo war denn das nochmal? Hier. Nicht besetzte Jobs, 1339. Arbeitslos keiner. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall mehr Leute, die. Wir haben immer noch viel zu wenig Einwohner. Ja, aber wo willst du da noch welche hinbauen, ohne dass du das Verkehrsnetz noch weiter... Ja, nee. Ich will da jetzt nicht noch eine dritte Stadt anfangen. Also, sie haben ja alles so bei Maxis gesagt: hier kleine Gebiete, damit wir alles spezialisieren können und jeder miteinander irgendwie arbeitet. Aber ich habe irgendwie das Gefühl. Es ist dir nicht so frei, dass du einfach bei einer bleibst, sondern du musst zwangsweise ziemlich schnell sogar mehrere Städte machen, damit es irgendwie funktioniert. Das heißt, man könnte jetzt natürlich versuchen, eine reine Stadt zu machen, die nur Einwohner hat, aber die braucht von Anhieb ja erstmal nur Geld. Und dann brauchen wir natürlich auch Leute, die zur jeweiligen Schicht passen und am Anfang sind es ja nur niedrige. Und ich weiß nicht, ob wir uns da nicht verzetteln. Das heißt, wir müssen Kredite, Kredite, Kredite oder halt Geld rüberschicken. Und ich meine, die anderen beiden Städte haben jetzt auch nicht wirklich Geld. Ach, die erste läuft eigentlich gut. Ja, aber die hat jetzt 30.000 Simoleons. Das ist ja. Das hält nicht lange. So, aber die hier wirft auch plus 3000 pro Stunde ab, Ja. also. Okay, wir machen jetzt was. Also, wir haben ja drüben schon viel mittlere Schicht. Wir. Machen wir jetzt hier ein paar Upgrades für die Straßen, dass sie sich ein bisschen ausbauen und hauen die Industrie teilweise drüben in der anderen Stadt ab und hoffen, dass die tatsächlich rübergehen und da arbeiten gehen. Dann haben wir nämlich, glaube ich, zwei Oder du Fliegen mit schickst einer sie einfach Klappe. rüber dann. Ja, aber ich glaube, das machen die dann automatisch. Das machen die automatisch. Alles andere muss man dann über dieses blöde Hin und Her mitladen und draufklicken und Ja, hast du nicht wenn die sehen, gesehen. in deiner Stadt gibt es keine Arbeit mehr, dann gehen sie in eine andere Stadt und arbeiten da. Also ich glaube, du kannst keine Arbeiter rüberschicken. Ich guck mal eben.
Also Downtown braucht auf jeden Fall für obere Schicht, das können wir aber gar nicht erfüllen. Gucken wir mal, was hier steht. Arbeitslose Sims suchen in Nachbarstädten nach freien Arbeitsplätzen. Das heißt, die pendeln automatisch. Ja, und die sollen ja nicht nach Downtown pendeln, sondern umgekehrt. Nee, eben. Deswegen müssen wir die Industrie in Downtown mal eben weghauen. Das hatten wir ja sowieso vor. Ja, Deswegen, so würde ich mal sagen, richtig. machen wir das jetzt. Also mal wieder schön laden. Und beten. Ja. Also wenn das jetzt öfters vorkommt, dann bin ich am Überlegen, ob wir das nicht so machen, dass wir ganz kurz einen Schnitt machen und dann schneide ich das wieder rein. Obwohl, das ging ja jetzt ratzfatz. Dafür lohnt sich das ja gar nicht. Und gucken wir uns mal den Verkehr an. Guck mal, wie. Da hier ist nur so eine Linie, so eine kleine. Sonst ist alles eigentlich sehr gut. Ja, Aber hier haben wir auch ein gutes Netz. Das hat einfach geklappt mit diesem Ort. Der andere Ort ist halt das einfach stimmt. Banane. Gut, aber das ist jetzt erstmal. Dann würde ich Industrie sagen, die du brauchen wir nicht. fängst oben an, was am nächsten am Wohngebiet dran ist, Ja. dass du da ein bisschen Guck was mal, da baut sich abreißt. was auf. Das wollen wir doch gleich verhindern. Kostet abreißen was? Nee. Das ist gut. Ihr macht Gewinn, das ist mir egal. Euer Geschäft interessiert mich nicht mehr. Denn ich bin Chef und du bist nix. Guck mal, Entschuldigung. der ist sowieso geschlossen, also. Ich gucke erstmal, welche sowieso nicht so gut sind. Dann können wir die nämlich gleich abreißen, wenn die gar keine Arbeiter haben. Das stimmt. Und der ist hier unzufrieden. Wir haben keine Aufträge, wir müssen zumachen. Ja, dann machen wir euch nochmal Und zu. wir haben keinen Strom. Oder hatten keinen Ja, dann Strom. machen wir euch auch zu. Wenn ihr die Stromrechnung nicht bezahlen, Hier, ihr seid wütend. Geht ihr halt da weg. wird gar nicht erst eine Mahnung geschickt, da wird gleich abgerissen. Gleich abgehauen hier. Das Geschäft läuft ganz gut. Naja, die sind wütend. Weg mit euch. Das ist hier Ja, man noch. reißt jetzt nachher nicht zu viel ab. Ja. Wir lassen jetzt erstmal ein bisschen das Stadtbild laufen und gucken mal, wie sich das jetzt ausmacht in den Arbeitern. So, ich mal sehen, ob sich das gleich aktualisiert, weil da steht immer noch so viele nicht besetzte Jobs, aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass der Wert noch nicht. Ach, verdammt. Die bauen sich einfach wieder neu auf. Wir müssen was ganz anderes machen. Nicht nur abreißen, sondern wir müssen auch das hier weghauen. Sonst kommen die einfach immer wieder. Das nutzen die eiskalt aus. Schlingel. So, ich glaube, die reißen sich nicht selbst ab, wenn ich jetzt nur die Baugenehmigung rausnehme. Aber das reißen wir wieder ab. Nein, die bleiben auf jeden Fall stehen. Wahrscheinlich wird das jetzt, wenn ich jetzt ein neues Gebiet drauf mache, wird das einfach ersetzt oder ich weiß es nicht. Oder die bauen sich dann daran. Oh, wir sind über 30.000 übrigens. Ja, Simmons als Geschenk an Kiva in Downtown. Ach, jetzt ist das Geld auch rübergegangen erst. Ach so. Sieht so aus. Wir haben immer noch so viele Jobs. Allgemeine Hochschule. Petition zum Bau genehmigt. Na. Ich dachte, wir müssen da so ein Bildungsdings hinbauen. Das kann ich jetzt doch schon bauen. Weil. Hier können wir ein Upgrade Wartungsupgrade, das machen. ist doch auch gut. Das ist doch super. Ja, weil wir jetzt nämlich wieder. Dass eine Upgrade kaufen können. Ja, auf jeden Fall. Ah, diese Kamera. Jedes Mal, wenn man am Rand geht, dann rutscht er weg. Schön, dass wir hier nochmal reingeguckt haben. So, das nächste Mal brauchen wir 75.000. So. Sicherheitsabteilung. Finanz, die wollten wir auf jeden Fall. Und das andere war Verkehr. Tourismus haben wir, Versorgung. Gut, wir wollten ja uns ja mal das Finanzding angucken, ne? Weil die beschweren sich ja immer für die hohen Mieten. Dass wir das dann endlich mal abklären hier. Schick aus. Ja. Auf jeden Fall, so. Wir wissen doch gleich, wo die Finanzen hingehen. Ja, aber was ich jetzt sehe ist, alles was wir jetzt neu haben, ist, dass wir die einzelnen Bereiche verändern können. Ja, war doch auch so gesagt, dass du die einzelnen Schichten, die niedrige Ja, Schicht, dann können die wir bei der mittlere Schicht niedrigen und die jetzt hohe mal weit Schicht. runter. Industrie ist aber auch ganz schön
jetzt hast, machst du aber gleich, wir sind gleich, wir machen gleich keinen Gewinn mehr. Doch. Doch ist er. Wir machen nur 1000 Gewinn gerade. Ja, das geht noch. Okay. Ich will ja jetzt erstmal gucken, wie sich das auswirkt. Hier bei unten wird schon wieder wild rumgeschrien. Was ist denn das da? Gesundheit und was ist das andere? Das ist Bildung. Die wollen jetzt so langsam mal eine allgemeine Hochschule haben. Was war denn das denn? Nee, das davor? Was? Nein, das Gebäude davor, vor dem... Das ist eine Bibliothek. So. Aber was bringt die überhaupt? Kapazität 200? Aber wahrscheinlich nur irgendwie ein Bonus, also ist, da können keine Schüler, also werden keine Schreibtische benutzt. Die Technikstufe innerhalb des Industrie... Aha. Großes Problem im Gesundheitssystem. Ach ja, wir sollten vielleicht mal einen Krankenwagen hinzuschmeißen. Machen wir gleich zwei. So. Guti. Weißt du noch, was wir eigentlich vorhatten am Anfang? Ich hab's schon wieder vergessen. Industrie abreißen, damit die Arbeiter in ihre Stadt rübergehen. Genau, das heißt auch gucken, wie viele Arbeiter... Das ist immer noch so viel hier. Wo haben wir denn das Chart für die Jobs? Bevölkerung. Was ist mit denen hier los? Wir haben kein Geld mehr, ja. Pech gehabt. Wegen euch mache ich jetzt das nicht. Die anderen sind alle in Ordnung. Das ist die Dichte. Wo kann ich denn sehen, wer denn zum Beispiel noch Arbeitsplätze frei hat und wer nicht? Wahrscheinlich nur eine Detailansicht, wa? Ja, das ist ja blöd. Das ist Grundstückpreis. Technologie. Kundentouristengeld. Moment, wir müssen doch irgendwo... Na, ich habe immer noch irgendwie Schwierigkeiten, manche Sachen richtig zu sehen, damit man das bloß ein bisschen direkter angehen kann. Das ist echt blöd. Was haben wir denn hier noch so? Das ist ja genau dasselbe wie vorhin. Das hier, aber warum ist das so? Achso, das ist die Schule. Finanzabteilung. Genehmigung zur Finanzabteilung. Ja, das haben wir doch. Aha. Ist das nicht das hier, was wir eben gebaut haben? Ja. Naja. Warum kriegen wir jetzt da Genehmigung? Die beschweren sich immer noch für über hohe Mieten. Das kann doch nicht das Richtige sein. Übrigens, was ich vermute, wir haben jetzt minus 10.000, das ist das, was wir den anderen geschickt haben, ne? Ja. Ja. Was hat das mit diesen Mieten auf sich? Ich verstehe das auch immer noch nicht. Also, ist das jetzt das hier mit den Steuern oder nicht? Man versucht das mal nachzulesen. Wenn es einer von den Zuschauern weiß, schreibt es doch in die Kommentare. Ja, das könnte sehr interessant werden. Und wenn nicht, schreibt halt irgendwas rein. Zum Beispiel, boah, seid ihr schlecht. Oder hätte es gleich gemacht, oder oh, OMG, das Spiel ist ja voll scheiße, ich guck's mir aber trotzdem an. Oder irgendwas, oder einfach irgendwelche Tasten hallo draufhauen. Ja, hallo, hallo ist auch gut. Oder tschüss. Oder so als kleinen Insider für ein paar bestimmte Zuschauer, siehste. Siehste ist nämlich ein sehr tolles Wort. Ja, ich bin auch immer begeistert, wenn ich das höre. Welches Wort? Weiß ich nicht. Ja, hast du ja Spiele lustig gebaut? Nee, ich habe jetzt nur diese Genehmigung weggenommen. Achso. Was ist mit dem? Der grubbelt ja ein bisschen. Weg mit dir. Stinkstiefel, Beauty-Produkte. Was? Oder verschieb dir auch mal den Rest, dass das nicht alles so lückenhaft ist. Dann sollen die da hinten schon wieder hin, aber dann kannst du so weiter vorne das alles wegmachen. Dann hauen wir ich das hier weg. Ja, guck, der ärgert sich weg.
große Gewinne weg. Da baust du hinten, baust du sie hinten wieder hin. Wir machen mit Versand große Gewinne weg. Nee, ich will sie ja nicht hier hinbauen. Ich will sie ja, dass sie drüben rüber pendeln. Ja, dann lass das erstmal so. Ich muss mal, was ich nochmal gucken muss, ist. Guck mal, jetzt haben wir ein paar Arbeitslose. Ja, die haben aber auch noch, sind immer noch das Dreifache an freien Arbeitsplätzen. Ja. Aber guck mal, die suchen immer noch 3900? Nee. Ach, das ist Gesamt. Was? Wir haben gesamte Arbeiter. Gesamt 3900. In der niedrigen Schicht. Ja. In der mittleren, wir haben keine hohe Schicht. Wir haben fast 4000 Arbeiter in der niedrigen Schicht. Ja, achso, die Jobs sind hier. Da haben wir 3613 von der niedrigen. Das heißt, von niedrigen ist gar nichts mehr frei. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es drüben aussieht. Die suchen auf jeden Fall niedrige, glaube ich. Das heißt, die müssten doch jetzt langsam die 300 mal rüber pendeln. Nach der Logik. Ja, da fehlt mir das Balkendiagramm zu, wie es das zu allen anderen Schnicki-Schnacki gibt. Also ich weiß nicht, wie das die anderen immer gesehen haben, gerade bei der Beta. Da haben sich ja viele so ein bisschen die Sorgen gemacht, dass es alles zu einfach später wird. Ich habe sie natürlich nicht gespielt, die Beta. Und ich bin auch beim Aufbau jetzt von, was SimCity angeht, nicht so groß dabei gewesen. Eigentlich gar nicht. Vorher. Aber ich... Einfach finde ich es im Moment nicht. Also nein, das ist richtig. Also es ist schon Arbeit. Ich werde nicht mal bezahlt dafür. Ich habe da Geld für ausgegeben. Dafür habe ich Geld ausgegeben. Aber ich habe ja natürlich Spaß dran. Du sicherlich nicht, aber... Man kann ja nicht alles haben. Das stellt mich wieder bloß hier. Dann denken die Leute, ich bin voll... doof. Ja, du jetzt. Nee, du. Die, die mich kennen, wissen, dass ich... Okay, der Überschuss ist nicht mehr so hoch. Also ich werde auf jeden Fall keinen Strom mehr nach drüben liefern zusätzlich. Das heißt, aufbauen weiter hinten ist nicht mehr so gut. Ja, aber da wollen wir das Kohlekraftwerk. Jetzt soll man das Kraftwerk bauen. Das will ich ja auch. Was ist das hier? Ach, da haben die was stehen lassen. Ja, gut. Solange es kein Plutonium ist oder so. Ein Heiztank und einen abgebauten Heizpilz. So, was war hier noch? Schon wieder den Bus verpasst. Ja. Der fährt da einfach los. Der hält da tatsächlich seine Zeit. Nein, das gibt's doch nicht. Und die Wartezeit ist auch ziemlich hoch, 31 Minuten. Wie sieht die Verkehrsdichte aus? Also das ist wunderbar hier. Ich muss mich überhaupt nicht um den Verkehr hier kümmern. Nö. Okay, es ist jetzt auch 15 Uhr, aber ich meine, ich habe jetzt vorher auch nichts gemerkt. So, Krankenhaus ist immer noch. Ja, wir müssen wohl ein Distrikt, also ein Flügel erweitern. Kann ich jetzt da noch einen anbauen oder wird der dann auch gesperrt? Das wäre natürlich ziemlich blöd. Achso, der wird dann hinten rangesetzt. Na gut. Aber noch einen brauchen wir, glaube ich, nicht. Jetzt können wir nämlich 40 aufnehmen. Gut. Wird nicht krank, dann funktioniert das auch. Das sagt der Richtige. Ja. Jetzt sind sogar noch mehr Arbeitslose. Ich guck mal eben, wie das mit den Rüberpendeln aussieht. Downtown hat freie Arbeitslose für die mittlere Einkommensschicht. Ja, das interessiert mich nicht, denn ich will, dass sie da rübergehen. Bitten Sie Ihre Nachbarn über die Wand der Region um die Ausweisung von Wohngebieten. Was? Was für was haben wir gemeint? Die Wand Ausweisung von mittleren Wohngebieten. Was heißt denn Ausweisung? Wieso machen wir jetzt eigentlich gerade Minus in Downtown? Hast du zu viel Industrie abgerissen? Die Steuern auch ziemlich niedrig. Also, warte, ich guck mal eben nochmal. Also, wenn die sich über die Mietpreise immer noch beschweren, dann sind die Steuern egal. Ich hau die Steuern jetzt wieder hoch. Also, das mit der Miete verstehe ich irgendwie nicht. Ich kann die Mieten irgendwie nicht kontrollieren. Das ist wahrscheinlich einfach nur all. Das ist wahrscheinlich,
kommt es darauf an, wie die Wohngebiete gebaut sind. Wenn du jetzt zum Beispiel jetzt ein Industrie-Dings hinbaust, dann gehen die Mietpreise bestimmt runter in dem Bereich. Ja. Aber da hier alles so schön tippitoppi ist, sind natürlich die Mieten auch dementsprechend. Ja, da muss ich einfach mal hier schön was Verpissendes reinschmeißen. Ja, so ein Klärwerk oder. Und dann hauen die so ja alle ab, weil die ja jetzt den Zustand schon haben. Die hauen dann einfach nur ab, wahrscheinlich. Oh, da suchen welche Arbeiter, endlich mal. Normalerweise, wenn ich hier raufgeklickt habe und es gab Probleme, dann hat der normalerweise gleich irgendwie eine Hilfe angegeben, wie wir das lösen können. Hier ist es aber leider überhaupt nicht der Fall. Ja, was haben wir denn noch rechts für Aufgaben da? Was ist denn das Informations... Den Dr. Wu haben wir ja, den Dick, und was ist der andere? Ja, das ist also Held und Schurke und das ist Gebäudedichte. Okay, ich sag mal, wir gucken uns dieses Tutorial gleich mal an und machen erstmal einen Schnitt hier. Und hoffen, dass wir dann im nächsten Let's Play Part mal ein bisschen was ändern können. Bis dahin. Ciao.